Kollegin Ulla Lütz hat das Wort. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, nach wie vor stehen wir ja vor der Situation, dass die globale Krise andauert, die globale und europäische Finanzkrise, die soziale Krise mit wachsender Ungleichheit, die Umweltkrise mit ihren Katastrophenfolgen. Insofern war die Einrichtung der Enquete-Kommission sicherlich sehr wichtig. Und umso schlimmer finde ich es, Kollegin Nüßlein, was Sie auch hier wieder bieten, wenn Sie und die FDP-Kolleginnen insgesamt gemeinsame Schlussfolgerungen und Lösungsansätze in dieser Enquete-Kommission in wesentlichen Fragen tatsächlich blockiert haben. Für Sie ist eben, das haben Sie eben auch wieder sehr deutlich gemacht, für Sie ist diese Krise simpel ein Betriebsunfall einer ansonsten gut funktionierenden Politik. Sie meinen tatsächlich, Bekenntnisse zur sozialen Marktwirtschaft würden ausreichen, den Problemstellungen sich zu stellen und Lösungen dafür zu finden. Das ist keine demokratische Antwort. Das will ich Ihnen noch mal deutlich sagen. Die Krise ist auch ein Ergebnis einer Politik, die die Interessen von Menschen, den kurzfristigen Renditezielen von Leuten an den Finanzmärkten, den großen Konzernen, den Banken, den Spekulanten untergeordnet hat. Für diese Politik zeichnen Sie verantwortlich. Insofern wäre es umso bedeutender gewesen, wenn Sie sich dieser Verantwortung auch mal gestellt hätten. Die demokratische Antwort auf diese Krise ist, Herr Nüßlein, ein grundlegender Politikwechsel, keine Beschwörung, keine Bekenntnisse, keine Rädchen, sondern tatsächlich ein grundlegender Politikwechsel. Eine sozialökologische Transformation muss soziale Gerechtigkeit mit ökologischer Erneuerung und einer umfassenden Demokratisierung dieser Gesellschaft verbinden. Und da helfen alle Schreckgespenste nicht aus. Das war sicherlich nicht das, was ich hier gerade dargestellt habe. Diese Differenzen spiegeln sich natürlich auch in der Auseinandersetzung um die Wachstumsfrage wider. Ich bin ja erstaunt. Nach vielen Auseinandersetzungen haben Sie alle, FDP, CDU-Vertreter, in der Enquete-Kommission erklärt, Wachstum sei auch Ihrer Auffassung nach kein Ziel von Politik. Das hat sich eben ganz anders angehört, sage ich mal. Und an jeder Stelle im Bericht sagen Sie auch wieder und hier auch heute, Wachstum sei aber Voraussetzung für die Lösung der Probleme. Aber was Sie dabei immer noch nicht berücksichtigen, Wachstum ist gekoppelt an steigenden Ressourcenverbrauch. Wachstum garantiert schon lange nicht mehr Wohlstand und Lebensqualität für alle. Und aber trotzdem noch einmal zum letzten Mal hier heute, wir orientieren demgegenüber alle nicht an Schrumpfung. Wir ersetzen nicht Schrumpfung der Wirtschaft anstelle von ihrem Starren auf Wachstumsziele, sondern wir haben im Bericht sehr klar erklärt, wir wollen, dass soziale Entwicklungsziele, Bekämpfung von Armut zum Beispiel, wir wollen, dass ökologische Entwicklungsziele, Senkung des Ressourcenverbrauchs, dass die zum Ziel von Politik werden und nicht das Starren auf Wachstum. Wir haben auch festgestellt, in den Industrieländern haben wir es aus vielfachen Gründen schon lange, das lässt sich überall empirisch nachweisen, mit sinkenden Wachstumsraten zu tun. Bei sinkenden Wachstumsraten, sagen Sie, muss der Sozialstaat geschliffen werden, Arbeitszeit verlängert werden, Löhne gesenkt, Prekarisierung von Arbeit vorangetrieben werden. Das ist ja auch Ihre Politik hier und in Europa leider. Wir haben dagegen uns dieser Sache im Sondervotum der Opposition gestellt, haben Lösungen vorgestellt, wie auch bei sinkenden Wachstumsraten der Sozialstaat erhalten bleiben kann, Maßnahmen für gute Arbeit getroffen werden können, Umverteilung, Zeitwohlstand, Sicherung des Sozialstaats, zum Beispiel mit einer Bürgerversicherung. Dazu gehört auch ein neues Verständnis von Arbeit und Leben in der Gesellschaft. Sorgearbeit, ehrenamtliches Engagement müssen eine ganz andere Rolle in der Debatte um die Zukunft der Arbeit spielen.
Dazu gehört auch die Debatte um Lebensweise und nachhaltigen Konsum. Es gibt dazu im Bericht viele sinnvolle Vorschläge. Herr Bernschneider, nicht nur da, aber Sie haben es ja auch gerade wieder an dieser Stelle gemacht. Wenn Sie das immer als Freiheitsberaubung, jeglichen staatlichen Eingriff, jegliche staatliche Rahmensetzung als Freiheitsberaubung darstellen, vertreten Sie nicht den mündigen Bürger in dieser Gesellschaft. Tatsache ist, Sie fordern den mündigen Bürger immer nur als Ersatz für staatliches Handeln. Maßnahmen zur Demokratisierung, Wirtschaftsdemokratisierung, wo sind die von Ihnen? Sie lehnen sie doch ab, das haben Sie doch eben auch wieder deutlich gemacht. Genauso wie eine Stärkung der Rechte von Verbrauchern oder der Bürgerinnen in der Wirtschaftspolitik. Insofern hat Ihre Position nichts mit mündigen Bürgern zu tun, sondern unsere Position hat was mit mündigen Bürgern zu tun. Mündige Bürger ersetzen nicht staatliches Handeln. Im Gegenteil, sie setzen einen mündigen Staat voraus und nicht den Nachtwächterstaat, wie Sie ihn in Ihrer Politik vertreten. Ach, hören Sie auch mit der DDR aus nach so vielen Jahren. Gemeinsame Fortschritte wurden allerdings einige erzielt in der Finanzmarktregulierung. Das ist auch erfreulich in der Finanzpolitik, dass eine zukunftsfähige Finanzpolitik nicht nur ausgeglichene Haushalte im Blick haben darf, sondern sich daran orientieren muss, öffentliche Daseinsvorsorge, hochwertige Bildung und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, ist ein guter Teil dieses gemeinsamen Berichts. Wir werden sie an den Konsequenzen dafür messen, weil das heißt auch eine andere Politik als ihr Spardiktat in Europa. Große Fortschritte hat es in der Ressourcenfrage gegeben, die Anerkennung der planetarischen Grenzen zum Beispiel, die Anerkennung, dass eine absolute Senkung des Ressourcenverbrauchs notwendig ist, dass allerdings die Koalition sich dann hier wieder Handlungsempfehlungen verweigert hat, ist wirklich ein Problem. Zu den Indikatoren komme ich jetzt leider nicht mehr. Ich kann nur sagen, sozusagen, wir haben eben das Problem, auch jetzt mit dem vorgestellten Entschließungsantrag von SPD und Grünen, dass nicht geklärt ist, wie das Verhältnis der verschiedenen Berichte zueinander, Nachhaltigkeitsbericht, Armutsreichtumsbericht, der neue Wohlstandsbericht und die entsprechend zugeordneten Beiräte ist, wie das geklärt werden soll. Deshalb haben wir das Problem, dass das BIP da der zentrale sozusagen Indikator bleibt und alles andere nur schmückendes Beiwerk gibt. Das ist unserer Auffassung nach nicht gelöst. Ich möchte mich aber ganz zum Schluss trotzdem auch bei allen bedanken, bei den Sachverständigen aller Fraktionen, aber auch bei den Vertreterinnen der Zivilgesellschaft, der Verbände, Initiativen, NGOs, die mit vielen Debatten dazu beigetragen haben, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Sekretariats, den Kolleginnen und Kollegen. Die Arbeit war es wert. Es finden sich viele Schätze in dem Bericht, trotz der Differenzen. Danke für die Aufmerksamkeit.